Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir Azuria City erreicht und erkundet. Heute wollen wir die Nuggetbrücke erkunden, Bill besuchen und wenn die Zeit noch reicht, Misty herausfordern. Oh, epische Melodie. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Ja, warum nicht? Ich bin jetzt übrigens voll gegessen und habe mein... was waren das denn? Gyros, bisschen Quark, beziehungsweise Tzatziki und Kartoffeln. Rasierblatt! Jawohl. Und wir versuchen natürlich, uns ein Abra zu fangen. Dann haben wir zumindest mal ein zweites Teammitglied und Psycho. Das ist ganz gut. Wir werden es nicht weiter zu Simsala weiterentwickeln, weil ich mir das ercheaten müsste und nee, davon bin ich kein Fan, wie ihr wisst. Ich mach's nur, wenn es wirklich sein muss. Warum hält dieses Hornlio durch? Danke nie. Gerade überlegen, dieser Samen oder dieser Knosp kann doch auch Bodycheck und Body Slam lernen. Ne? Er lernt es, glaube ich, auch automatisch irgendwann. Haben wir zumindest da eine physische Attacke. Aber ansonsten kann es eigentlich nur Pflanzenattacken, oder? Ja. Die Attackenauswahl bei dieser oder generell bei dieser Samens Evolutionsreihe ist nicht so überragend. So, Nummer 1 hätten wir. Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst. Drei Pokémon hast du. Also erste Arena, zweite Arena haben wir auch keine Probleme. In der dritten werden wir eventuell welche bekommen. Vierte werden wir auch welche bekommen. Also wenn wir jetzt bis dahin keine neuen Teammitglieder haben werden, wir werden es natürlich machen. In der fünften Arena in Fuxania City werden wir auch Schwierigkeiten bekommen. In der sechsten bei Sabrina auch. Und in der siebten Arena. Bei 5 Arenen haben wir Schwierigkeiten. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Was Bisaflor oder was Bisaflor, was Bisaklos erlernen könnte oder Bisaflor demnächst? Sonntag. Dann könnten wir nämlich instant einen Solarstrahl abfeuern. Das wäre nice. Brandenhieb.
Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Oh, ein Thunder. Das gefällt mir. Ach, reicht das für Level 25? Oder? Jawohl. Ich bin Nummer 4. Wärst du müde? Ja, im Real Life auf jeden Fall. Ich bin fast eigentlich immer müde. Was sei denn, ich trinke meinen Red Bull, dann geht's mir wieder besser. Soll ich gleich nochmal zur Tanke gehen um ihren Red Bull? Dabei macht schon in, sagen wir mal, es ist knapp 23 Uhr. In 8 Stunden macht schon Rewe auf. Eigentlich will ich durchziehen. Damit wir das Projekt spätestens morgen beenden. Dazu muss ich mich aber ein bisschen überwinden. Jawohl, ein Crit. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich platt. Ist, glaube ich, nicht sehr effektiv, oder? Doch, mittelmäßig. Okay. Auf Wiedersehen, Menki. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Cool, danke dir. Aber ich traue dir irgendwie noch nicht. Möchtest du auch Mitglied des Team Rockets werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Auf keinen Fall. Nein. Oh, vielleicht mit Essen? Ach, was rede ich denn da? Komm schon, werde Mitglied von Team Rocket. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte dir ein wenig Überzeugungsarbeit zeigen. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Oha. Hier hat er normale Klamotten und Off-Kampf oder Off-Fight hat er ganz normale, ist ja schon Touristen, mir fällt das Wort nicht ein. Ach, wie heißt das nochmal? Ganz normale Menschenklamotten halt an. So. Es gibt bestimmt das Wort, das ich gerade gesucht habe. Mir ist es aber nicht eingefallen. Ich überlege die ganze Zeit. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst auf jeden Fall, was gemeint ist. Thank you.
Bei Diamond können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Denk darüber nach, lass dir die Chance nicht entgehen. Geh weg. Hier haben wir noch einen Trainer. Ich habe deine Vorstellungen aus dem Gras heraus beobachtet. Und wie fandest du sie? Nein, es sind keine AP mehr dafür übrig. Aber Rasierblatt, jetzt ist schon Rasierblatt. Ranghieb tut's auch. Das heißt Level 26, oder? Jawohl, noch 10 Level, dann haben wir einen Bisaflow. Oder Level 34, 32, weiß ich gerade gar nicht. Ah. So, Abra, jetzt komm raus hier. Klofenser. Das ist auch ein Pflanzen-Pokémon, aber ich. Auf Klofenser und Duflor und der ganzen Müll habe ich nicht so wirklich Bock. Abra, komm doch her, liebes Abra. Mal gucken, ob es hier Abra überhaupt gibt. Ich bin der Meinung, aber schon. Jo, meine ich doch, da oben gibt's Abra. Sollen wir erstmal ins Pokécenter. Klofenser hat ja eine Spawnrate von Minimum 50%. Versuchen wir hier in dem Gras gleich mal unser Glück. Es kann doch nicht sein, dass es Abra hier nicht gibt. Nächste Pokémon wäre, was mir einfallen würde, worauf ich Bock hätte, wäre erst in Orania City. Da will man schon mal Teammitglieder fangen und sie kommen nicht.
Wir probieren es noch zweimal und sonst machen wir weiter. Dann hat es sich ausgeabert. Und Taubsies, Madbow, Dooflor, die ganze, diese ganzen Pokémon, auf die... Nein, die habe ich nicht wirklich Lust. Ich komme gerade vom Mond weg und bin topfit. Hast du ein Onix? Zwei Pokémon. Ein Machalo. Okay. Doppelkampf vielleicht? Ah, verdammt! Da bin ich zu früh reingerannt. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Mich interessiert, ob es einen Doppelkampf gegeben hätte. Schau her! Uhu. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Level 17. Na okay, reicht aus. Er hat doch bestimmt einen Fleckmann. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MS Anne eine Party besucht. Okay, und wie war die Party so? Bestimmt einen Fleckmann. Ja, er hat einen Fleckmann, cool. Aber den Bug haben sie bestimmt rausgenommen. Also, wenn man halt Mio mitfahren kann. Hallo, mein Freund ist cool. Ist klar. Sieht nach einer Pfadfinderin aus, oder? Eine Picknickerin. Okay. Irgendwo war doch hier auch ihr Freund. Ich kann mich noch aus der ersten Gen und auch aus der zweiten erinnern. Thank you.
27 für Bisa Knosp. Rangib. Und jetzt Rasierblatt. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Okay. Was hast du denn bis jetzt schon für Pokémon gesammelt und mich so sehr dafür interessierst? 4 Pokémon. Bestimmt alles Kleinsteins, oder? Jawohl. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Ah, okay. Das da vorne ist sie also. Haben wir dich gefunden? Ah, guck mal, wie klein der ist. Alles klar. Rasierblatt. Oh, das müsste hier eine TM sein? Geheimpower, okay. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Ist das ein Psychotyp oder was? Nein, Moller Teenager. Wenn das so weitergeht, haben wir im nächsten Part schon fast ein Bisaflor. Achtundzwanzig für Bisa Knosp, nice.
Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Oh, war das da rechts etwa Misty? Jawohl. Selbst mit Rasierblatt und wir sind 15 Level über Mirabla. Dabei ist für Visaknoss eigentlich die Signature-Attacke Rasierblatt. So, auf Wiedersehen, Mirabla. Jawohl. So, und irgendwo war doch hier auch ein AP Plus versteckt, oder? Bin mir hundertprozentig sicher. Haben die Entwickler das weggenommen. Schade. Oh, ein Pipi. Dich werde ich fangen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémon-Jack. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pipis kombiniert. Wie sieht das aus? Hilfst du mir ja gerne. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Alles klar. Tut das nicht weh? Klasse, danke Kumpel. Du hast was gut bei mir. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Ja, das auch. Nein, das ist schade. Wie kann ich dir dann nur dann? Nimm einfach das hier. Was, dann werden wir das Bootsticket, was wir für Orania City brauchen. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag nicht so viel Trubel. Hättest du Lust hinzugehen? Auf jeden Fall. Wir gehen noch einmal rein und raus. Wir wollen ja auch seine Pokémon begutachten. Er müsste eigentlich die Evoli-Reihe haben, oder? Und später kommen dann auch, glaube ich, dann auch noch Nachtara und Psyana dazu. Und in der ersten Gen gab es kein Evoli. Da konntest du nur diese vier Dinger hier auswählen. Also vier Dinger. Vier Pokémon. Blitzer, Flamara, Aquana. Die drei Pokémon. Ach. Hallo Misty. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Kap von Azuria City bist, solltest du jemanden dabei haben. Das Cup ist beliebt bei Pärchen. Die Arenaleiterin Misty hat hohe Erwartungen an diesen Ort. Was? Ich dachte, du bist Misty! Okay,
Dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part widmen wir uns Misty, die Arenenleiterin von Azuria City. Bis dann!